Nach der Frühjahrssaison ist im Herbst die zweite Welle auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt. Und wieder finden wir viele Angebote in Tageszeitungen, am Straßenrand und auf den Ausstellungen der Händler. In München beginnt heute die 18. Verkaufsschau der Gebrauchtfahrzeuge auf der Theresienhöhe. Ein großes Angebot an meist im Durchschnitt etwa 5 Jahre alten Fahrzeugen. 50 Händler stellen aus und sie bringen uns etwa 300 Fahrzeuge. Das Angebot bringt hauptsächlich deutsche Typen, auch ein paar Ausländer. Die Preise der Fahrzeuge sind nicht gerade so, wie man sie sich vielleicht erwartet, um einen besonders günstigen Kauf zu tätigen. Aber die Fahrzeuge sind sehr gut in Schuss und sicher kommt es auch zu vielen Abschlüssen. Der Herr scheint sich bereits entschieden zu haben. Wir schauen uns inzwischen ein für 3.600 Mark ausgeschriebenes Cabrio VW an. Die Lenkung scheint nun etwas reparaturbedürftig zu sein. Man wird vielleicht noch ein paar Mark opfern müssen, um den Wagen so in Schuss zu bringen, wie man sich ihn vorstellt. Der Reifen lässt auf die Vorderachse schließen. Ob sie auch in Ordnung ist, wenn Auswaschungen drin sind, könnte das eventuell auf einen Unfall schließen lassen. Ein Blick in den Motor. Aber bitte, wer interessiert ist, etwas genauer, als wir das hier machen. Wir können nur oberflächlich nachschauen. Vielleicht kann man auch einen Bekannten mitnehmen, der einen guten Tipp gibt. Das Fahrzeug hier ist mit 3.600 Mark ausgeschrieben. Der Wagen hat eine Kilometerleistung von, ich glaube, 40.000 Kilometern. Hier noch ein kleiner Tipp. Schauen Sie doch auch einmal unter die Matten, ob dort nicht eine Roststelle ist. Denn was vielleicht im ersten Moment so sehr gut gepflegt aussieht, ist durch einen Schonbezug oder eine gute neue Fußbodenmatte verdeckt. Die Lenkung müssen wir anschauen. Ist sie ausgeschlagen? Hier ein schöner Mercedes. 6.800 Mark ist der Preis für diesen Wagen. Ein relativ neuer Typ, ein Carmangia für 7.600. Wir kommen zurück von einer kleinen Fahrt mit einem Wagen. Und werden einen Händler bitten, uns etwas aus seinem Bereich zu erzählen. Jetzt muss ich Sie als Händler fragen, wie ist denn die Marktlage überhaupt? Es sind im Sommer die Preise für Neufahrzeuge, gerade der interessanten Klassen, angezogen, sind höher geworden. Macht sich das jetzt auf dem Gebrauchtfahrzeugsektor auch bemerkbar? Nein, das hat sich merkwürdigerweise auf dem Gebrauchtfahrsektor nicht bemerkbar gemacht. Die Preise sind am Gebrauchtsektor absolut konstant. Gibt es Garantien, wenn ich ein Gebrauchtfahrzeug kaufe, kriege ich vom Händler irgendwelche Garantien? Nein. Garantien im Sinn einer Wertgarantie, wie es bei Neuwagen ist, bekommen Sie nicht. Der Händler wird Ihnen lediglich garantieren, wenn er den Wagen als unfallfrei verkauft, dass der Wagen unfallfrei ist. Und zwar im Rahmen der Garantie, die er vom Vorbesitzer... Vom Geschäftsführer des Händlerverbands lassen wir uns auch ein paar Tipps geben. Sachverständigen mitbringen, der das Auto prüft. Am besten ist es natürlich, den schätzen zu lassen von einem unabhängigen Sachverständigen. Ja. Und die Fahrsicherheit... Beim Kleingedruckten, da sehr aufpassen, durchlesen vor allen Dingen. Zahlungsbedingungen, natürlich. Ja. Und ich glaube, noch etwas ist wichtig, wenn wir schon bei den Kleingedruckten hier hinten sind. Es wird nur Fahrzeuge werden verkauft, die unfallfrei, betriebssicher und verkehrssicher sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Händler sagen, dass es einen Unfall hatte oder was eben sonst der Schaden an dem Fahrzeug ist. Gut, und das Wichtigste, glaube ich, wenn wir einen Kaufvertrag studiert haben, wir müssen auch auf den Händler schauen und ein Fahrzeug nach Möglichkeit nur von einem guten, das renommierten Händler kaufen. Das ist allerdings das Allerwichtigste, Herr Gut, Bart. Vielen Dank, Herr Wiese. Besten Dank. Das Hauptangebot liegt übrigens, wie überhaupt auf dem Gebrauchtfahrzeuggebiet, jetzt in der Hubraumklasse zwischen 1000 und 1500 Kubikzentimeter. Jeder kann draußen, wenn er interessiert ist, die Wagen zu einer kurzen Probefahrt nehmen. Er kann sie auch schätzen lassen von einem amtlichen Sachverständigen. Und ich bin sicher, dass der Verkaufserfolg der Schau ein gutes Ende findet.